Ja, so Leute, wir haben ja heute eigentlich eine Folge geplant über den Neoliberalismus. Hatten dazu Patrick Schreiner schon im Gespräch. Das ist ein Interview, was ich schon vor, ja, so vor 10 Tagen geführt habe. Und ich wollte an der Stelle dann einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was ich aus dem Buch von David Harvey mitgenommen habe, nämlich das Buch Brief History of Neoliberalism. Das gibt es auch auf Deutsch, soweit ich weiß. Warte mal, ich zeige mal kurz ein Foto. Dann seht ihr, wie das aussieht. Genau, das ist das Büchlein hier. Brief History of Neoliberalism, David Harvey. Das ist ein marxistischer ja, Autor von vielen Büchern. Das ist, glaube ich, ein Geologieprofessor ursprünglich. Der beschäftigt sich viel mit so ja, urbaner Urban Studies quasi, urbane Entwicklung auf der ganzen Welt und hat halt immer eine marxistische Linse da drauf. Und er hat so ein Buch geschrieben, dieses hier, Brief History of Neoliberalism. Auf Deutsch heißt es eine kurze Geschichte des Neoliberalismus. Leider, glaube ich, vergriffen. Vielleicht findet es der eine oder andere von euch. Und ja, das gilt so ein bisschen als ein super Einführungswerk, um geschichtlich nachzuvollziehen, was der Neoliberalismus eigentlich ist. Es gibt da ein paar andere Ansatzpunkte. Interessanterweise war gestern 9:30 FM, gestern Abend, glaube ich, live mit Quinn. Und die haben auch über Neoliberalismus gesprochen. Der hat da ein bisschen anderen Ansatz. Er geht quasi noch weiter zurück ins 19. Jahrhundert und versucht, die Wurzeln im Liberalismus an sich zu zeigen, was ja auch sinnvoll ist. David Harvey beginnt ein bisschen später. Er beginnt so, ja, so ich würde sagen, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Aber bevor wir so ein bisschen in den Ablauf gehen, einfach mal kurz erklären, was laut David Harvey Neoliberalismus eigentlich ist. Also zuallererst ist es eine Theorie oder eine Sammlung von Theorien. Ja? Das ist also nicht nur, ja, tatsächlich ist es eigentlich nicht nur eine Theorie, sondern es ist so ein ganzer Topf an Theorien, Ideen, Konzepten, Methoden. Und grundsätzlich sind die alle an der Idee ausgerichtet, dass Wohlstand und Wohlfahrt, also Erfolg für Menschen, am besten herstellbar sei, indem man Institutionen schafft, welche die individuellen und die unternehmerischen Freiheiten und Fähigkeiten in den Fokus stellen und diese entfesseln. Ja, das heißt, die Institutionen, die wir bauen, die sind ganz stark charakterisiert durch einen Fokus auf Eigentumsrechte, auf freie Märkte, auf freien Handel. Hier ist auch schon der erste Punkt, wo man eigentlich schon mal kurz stutzen muss, weil oft wird Neoliberalismus einverkauft, so als diese Idee: Staat, Institutionen, Bürokratie, das ist immer schlecht. Das müssen wir eigentlich abbauen, das müssen wir deregulieren. Da steckt auch ein bisschen Wahrheit drin, allerdings nur ein bisschen, weil der Neoliberalismus unterscheidet sich vom reinen Liberalismus tatsächlich dadurch, dass er sagt: Nein, wir brauchen den Staat, wir brauchen Institutionen, wir brauchen Bürokratie, aber die sollen halt einzig und allein einem Zweck dienen, nämlich Eigentumsrechte durchsetzen, freie Märkte auf der ganzen Welt durchsetzen, Finanzkapital durch die ganzen Länder fließen lassen, so wenig wie möglich Beschränkungen für Marktaktivität. Ja. Die ideologische Basis dafür ist, dass die Idee, ja, also die Idee Wert ist dadurch definiert, was man auf dem Markt bekommen kann. Ja, also im Neoliberalismus wird gedacht, dass der Wert von allem auf dem Markt durch Preise definiert wird. Das ist natürlich völlig anders als eine marxistische Idee von Wert und von Preis. Aber der Neoliberalismus geht davon aus, das, was wir auf dem Markt für unser Produkt bekommen können, das ist auch der Wert dieses Produkts. Daraus folgt aber dann auch, dass alles kommodifiziert werden muss, also mit einem Preis belegt werden muss, damit, um zu wissen, was der Wert von diesem ist. Ja, das heißt, wir müssen auch unser Wohnen auf den Markt legen, auf den Markt setzen und privatisieren. Wir müssen Medizin privatisieren, wir müssen Bildung privatisieren, auf das Marktmechanismen eintreten können. Und durch die Konkurrenz, die dann auf dem Markt entsteht, uns klar wird, okay, wie viel sollte denn Medizin eigentlich kosten? Wie viel sollte Bildung eigentlich kosten? Ja? Ganz starker Fokus auch immer auf das Individuum. Sei unternehmerisch. Du bau deine Ich-AG, treffe die richtigen Entscheidungen auf dem Markt und du wirst belohnt werden. Und wenn du nicht belohnt wirst, by the way, darüber haben wir auch in der ersten Folge hier schon gesprochen, dann liegt es das daran, dass du die falschen Entscheidungen getroffen hast. Das liegt nicht an dem System, das liegt nicht am Kapitalismus, das liegt nur daran, dass du vielleicht nicht hart genug gearbeitet hast oder dich geirrt hast. Im Neoliberalismus dient der Staat also als Garant für Eigentumsrechte, Märkte und Handel. Also nochmal, um das nochmal zu sagen, im Neoliberalismus bedeutet das also nicht gleich weniger Staat.
Der Staat ist nämlich in einer bestimmten Verantwortung. Die neoliberalen Ökonomen werden den Staat immer wieder zur Verantwortung ziehen, das institutionelle Rahmenwerk herzustellen, welches, wie habe ich schon beschrieben, Eigentumsrechte, freie Märkte und freien Handel untermauert. So muss sich zum Beispiel dann auch der Staat darum kümmern, dass Geld stabil, also die Währung, mit der wir handeln, stabil bleibt. Weil wenn die Währung, mit der wir handeln, nicht stabil bleibt, ist ein freier Markt und freie Markttransaktionen sind nicht, ja, sind nicht effizient und nicht effektiv ausführbar. Ja? Und teilweise muss der Staat dann auch eingreifen mit militärischen, polizeilichen und rechtlichen Verteidigungsmechanismen, wenn es darum geht, Eigentumsrechte zu garantieren, hier oder im Ausland. Ja? Also nochmal wichtig, der Neoliberalismus, ein großer Teil im Neoliberalismus ist der Staat, der notfalls mit Gewalt freie Marktmechanismen umsetzt. Wo Märkte nicht existieren, ist der Staat verantwortlich, Märkte zu ermöglichen. Aber darüber hinaus, zumindest theoretisch, soll der Staat eigentlich nicht eingesetzt werden. Das heißt, die neoliberale Ideologie geht davon aus, dass, okay, der Staat sichert uns den Markt, der Staat sichert Eigentumsrechte, der Staat erschließt neue Märkte. Darüber hinaus soll der Staat nichts tun. Er soll sich nicht darum kümmern, dass es zum Beispiel einen Wohlfahrtsstaat gibt, ja, dass es soziale Absicherung gibt. Er soll sich nicht darum kümmern, Schulen zu bauen. Er soll sich nicht darum kümmern, Straßen zu bauen. Das regelt der Markt. Das ist so mehr oder minder die Idee des Neoliberalismus, zumindest wie er von David Harvey erklärt wird. Und er geht dann ein bisschen in die Geschichte, und die Geschichte ist wichtig, um zu verstehen, warum der Neoliberalismus heute eigentlich so mächtig ist oder ja, warum wir dort angekommen sind, wo wir heute sind. Der Ursprung dieses Projekts, vielleicht nicht der Idee, da hat Quinn ja gestern drüber gesprochen bei Halt 10FM, die Idee ist älter, aber so dieses neoliberalen Projekts liegt nach dem Ersten Weltkrieg. Mit so Personen wie Hayek, Friedman, kann ich auch mal ein paar Fotos zeigen. Ich glaube, davon habe ich, das ist hier Hayek gewesen und das ist Friedman. Das waren so wichtige Vorreiter, beziehungsweise wichtige Personen, die in den 20er und in den 30er Jahren die neoliberale Schule quasi etabliert haben. Ja? Der Ursprung dieser Wirtschaftsströmung findet sich in 90er, 20er, 1930ern in der Freiburger Schule und auch in School of Canaan und der Chicago School. Und später kamen dann Friedrich Hayek, Milton Friedman, die dann halt auch zum Beispiel die Chicago School am bekanntesten vertreteten. Die Schule galt, und das ist jetzt aber wichtig zu verstehen, die neoliberale Schule, diese Idee, galt damals noch als absolute Randgruppe. Und die wurde von dem Mainstream der Wirtschaftstheoretiker überhaupt nicht ernst genommen. Das waren lächerliche Leute, die hatten keine Ahnung von Wirtschaft. Ja. Diese Bewegung hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg 1947 in der sogenannten Pèlerin Society, getroffen. Sorry, das ist Keynes, über den reden wir auch gleich. Das ist zum Beispiel ein Foto aus der Pèlerin Society. Und dort haben sie sich zusammengesetzt und haben sich überlegt, wie kriegen wir es hin, dass der keynesianische Konsens, der bis dahin existierte, nämlich die keynesianische Ökonomie, die eigentlich seit den 30er Jahren mehr oder weniger der Mainstream war, wie kriegen wir das hin, über Jahrzehnte hinweg diesen Mainstream abzulösen und Neoliberalismus umzusetzen? Hier kommt jetzt ein neues Wort. Was ist Keynesianismus? Das will ich ganz kurz machen. Dazu könnte man eine eigene Folge drehen oder mehrere eigene Folgen. Das ist natürlich auch ein Riesending. Aber im Endeffekt ist der Keynesianismus basierend auf Ideen von John Maynard Keynes, den haben wir hier, setzt sich damit auseinander, wie wir im Kapitalismus ein stabiles System herstellen können vor dem Angesicht einer großen Depression wie den 1920er Jahren. Ne? Keynes hat sich also hingesetzt und hat sich überlegt, okay, was müssen wir eigentlich machen, damit sowas nicht nochmal passiert oder dass, wenn sowas nochmal passiert, wir in der Lage sind, das irgendwie abzufangen. Und die grundsätzliche Idee ist, sobald eine Rezession entsteht, sobald Arbeitslosigkeit entsteht, soll der Staat investieren. Ja, und zwar so viel Geld wie möglich investieren. Der soll das Geld selber notfalls drucken investieren in die Infrastrukturen, soll damit und auch in Kredite an Firmen und so weiter, in billige Kredite an Firmen, soll damit quasi Geld in die Wirtschaft pumpen, was die Wirtschaft wieder zum Laufen bringt, und was dann wieder Arbeitsplätze schafft, sodass Leute wieder arbeiten können. Bis es dann irgendwann zu einer Inflation kommt, eine Geldinflation kommt, weil zu viel Geld auf dem Markt ist und das nicht mehr angewendet werden kann. Und wenn diese Inflation eintritt,
dann soll man im Endeffekt mit Steuererhöhungen also das Geld wieder aus dem Markt ziehen. Ne? Man erhöht dann quasi die Steuern auf die Arbeiter oder auf die Unternehmen und zieht damit wieder Geld aus dem Markt und sorgt dafür, dass die Inflation nachlässt. Es ist also eine komplexe Theorie, da steckt ziemlich viel hinter, das ist ziemlich reduziert, wie ich es jetzt gerade erzählt habe, zu einer regulatorischen Funktion des Staates oder einem Regieren. Einem Regieren, also das Regieren an sich wird zum Abfangen von Wirtschaftsschwankungen. Man schaut sich an, wie schwankt so die Wirtschaft hin und her. Und je nachdem, wie wir uns gerade befinden, muss der Staat dann reagieren, entweder mit Steuersenkungen und Investitionen oder mit Steuererhöhungen. Ja? In einer Rezession soll also der Staat mehr Geld ausgeben, zum Beispiel durch das Finanzieren von Infrastrukturprojekten. Damit soll mehr Geld in die Wirtschaft gepumpt werden, damit kommen neue Arbeitsplätze zustande und so weiter. Ja? Das war lange Zeit der Mainstream, einfach auch deswegen, weil es in den 30er Jahren und vor allem während der Zeit der, also während der Nachkriegszeit extrem gut funktioniert hat. Es ist wohl so, dass es nicht deswegen gut funktioniert hat, weil es wirklich so eine fantastische und unfehlbare Methode war, weil dann in den 70er Jahren das ganze Ding auch instabiler wurde. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wenn wir über Keynes reden, Keynes war kein Sozialist. War niemand, der irgendwie den Kapitalismus abschaffen wollte, sondern er war wirklich ein ja, ideologischer, würde ich sagen, Kapitalist, der sich über die inhärente Instabilität des Kapitalismus Gedanken gemacht hat und versucht hat, die so gut wie möglich abzufangen. In den 60er Jahren, Keynes ist immer noch, Anfang der 60er Jahre immer noch relativ gut am Funktionieren, Keynesianismus ist gut am Funktionieren, werden die neoliberalen Thinktanks und Schulen, Chicago Boys, Manhattan Foundation, werden immer mehr Mainstream in den 60er Jahren. Diese Ideen des Neoliberalismus, dass der Staat auch immer weniger eigentlich eingreifen soll, also zum Beispiel nicht investieren soll in irgendwelche Infrastrukturprojekte, sondern im Markt es regeln lassen soll, die werden immer ja, attraktiver, einfach deswegen, weil diese Organisation der Neoliberalen damals so extrem ja, effizient und effektiv gearbeitet haben. Ja? Die haben wirklich viele, viele Thinktanks geschaffen. Einer davon habe ich gerade erwähnt, ist die Manhattan Foundation, die wirklich ein Paper nach dem anderen rausgehauen haben. Dann haben die Professoren ausgebildet und dann an die verschiedenen Unis geschickt, um ganze Lehrstühle mit diesen Ideen zu besetzen. Und so begann sich so in den 60er Jahren die neoliberalen Ideen zu verbreiten. Die waren also schon da. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Krise Ende der 70er Jahre. Sogenannte Stagflation. Jetzt passieren nämlich zwei Sachen. Keynes funktioniert nicht mehr, weil normalerweise geht Keynes ja davon aus, Leute, Husten ist nicht so gut. Normalerweise geht Keynes ja davon aus, ne, entweder Arbeitslosigkeit ist niedrig, dann investiere ich, geht mehr Geld in die Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit sinkt. Sorry, Arbeitslosigkeit ist hoch und die Arbeitslosigkeit sinkt. Ja, bis zu dem Punkt, wo es Inflation gibt. Und wenn es Inflation gibt, dann muss ich wieder Steuern erhöhen, auf dass das Geld wieder aus dem Markt gezogen wird. Nun passiert was, was Keynes nicht vorgesehen hat, nämlich die sogenannte Stagflation. Nämlich beides passiert gleichzeitig. Einerseits steigt die Arbeitslosigkeit um drastische Höhen, vor allem in den USA, aber auch in Großbritannien. Und gleichzeitig ist extrem viel Geld in dem Markt. Das heißt, dieses Geld sorgt dann quasi dafür, dass gleichzeitig eine Inflation stattfindet. Und das ist dann quasi ein direkter Widerspruch zur keynesianischen Marktregulierungstheorie. Das ist der Moment, wo die Neoliberalen dann ankommen und sagen: Ha, seht ihr, das war sowieso alles Bullshit die ganze Zeit. Und dann sehen wir Ende der 70er Jahre wirklich eine Übernahme der Neoliberalen. Das sehen wir dann tatsächlich, indem alle Keynesianer oder alle keynesianischen Ökonomen aus der IMF, dem International Monetary Fund und der Weltbank wirklich sage und schreibe vertrieben werden. Ja, das heißt, sie werden wirklich aus der Weltbank und aus dem IMF rausgeworfen und ersetzt durch die neoliberalen Chicago Boys. Jetzt ist für David Harvey der Punkt, wo Neoliberalismus als Klassenprojekt startet. Was jetzt passiert ist, dass um Profitraten und generelles Wirtschaftswachstum wiederherzustellen, ja, weil diese Krise war ja echt, das war kein Fake, sondern es war wirklich eine Krise. Profitraten sind gewachsen, kein Wachstum mehr in der Wirtschaft, ohne Ende Arbeitslosigkeit, auch in Europa. Um das wieder umzudrehen und gleichzeitig, hier ist jetzt der wichtige Knackpunkt, gleichzeitig die Umverteilung von Reichtum an die Eliten, an eben die Kapitalisten und die Großkapitalisten quasi zu beschleunigen, werden rund um den Globus verschiedenste neoliberale Praktiken von Deregulierung, Finanzialisierung, Privatisierung umgesetzt.
und es beginnt eine rücksichtslose und extrem effektive Kampagne gegen alle Organisationen und Institutionen der Arbeiterklasse. Ja, und das ist auch der Punkt, wo Harvey wirklich sagt, man kann historisch nachweisen, dass das wirklich einer der Momente war, in der die Kapitalisten, die Klasse der Kapitalisten bewusst für sich als Klasse agiert haben. Das hat wohl laut Harvey, hat das schon seit Jahrzehnten vorher nicht mehr stattgefunden. Sehr, sehr viele unterschiedliche Interessen in der Kapitalistenklasse gingen immer gegeneinander. Und seitdem hat es auch nicht mehr in diesem Maße stattgefunden, weil seitdem natürlich der Neoliberalismus etabliert ist und deswegen da nicht mehr so viel Aktivität erfordert wird. Aber in diesem Moment war es wirklich, und er redet hier nicht von der Verschwörung, aber es war wirklich nachzuvollziehen, dass es eine gewollte und gesteuerte Initiative war. Das sieht man in dem Business Roundtable, das sieht man in den Notizen des Chamber of Commerce, The Heritage Foundation Think Tank. Und was hier passierte, war, dass damit ein Prozess in Gang gebracht wurde, der zwar einerseits Freiheit predigte, aber der in einem extremen Anstieg an ökonomischer Ungleichheit kumulierte und dafür sorgte, dass die Geschwindigkeit, in der Wohlstand an die Spitze, an die 1% quasi befördert wurden, sich extrem erhöhten. Dieses neoliberale Projekt wurde in den 80er und 90er Jahren weiter umgesetzt. Das kennen wir dann auch. Das ist auch Ende der 90er Jahre dann auch sehr, sehr stark hier in Deutschland angekommen. Und seitdem durchdringt der Neoliberalismus eigentlich alle Bereiche unseres Lebens. Bildung, Medizin, Wohnen. In den 90er Jahren gab es dann den sogenannten Washington Consensus. Das ist quasi eine Weltsicht, die auf dem Neoliberalismus basiert, die von Clinton und Blair vor allem in die Welt getragen wurden und dann auch propagiert wurden in allen anderen Staaten, der sich dann halt auch, wie gesagt, Deutschland irgendwann angeschlossen hat. Harvey sagt, und ich bin jetzt fast am Ende, Harvey sagt, dass es in der neoliberalen Ideologie schon so eine Art utopisches Projekt gibt. Also die Idee, dass man irgendwie zu dieser Utopie der vollen Marktregulierung hinkommt. Selbstregulierung. Aber das eigentlich, was hier stattfand, also historisch gesehen, historisch betrachtet, kein utopisches Projekt war, kein revolutionäres Projekt, sondern ein politisches Projekt. Und dass die Utopie eigentlich als Rechtfertigungsideologie benutzt wurde für das Klassenprojekt. Das heißt, eine Utopie, ne, ein utopisches Projekt nimmt sich zum Ziel, irgendwie auf Basis einer Theorie eine Reorganisation des internationalen Kommunismus auf die Beine zu stellen. Ein politisches Projekt möchte eigentlich lieber im Interesse einer bestimmten Klasse arbeiten. Und da geht es dann darum, die Konditionen der Kapitalanhäufung wiederherzustellen und die Macht der Wirtschaftseliten zu festigen, wie es schon vor 60, 70 Jahren vorher war. Aber aufgrund des keynesianischen Konsenses, der auch sehr, muss man sagen, sehr arbeiterfreundlich war. Ja? Keynes war sehr bedacht darauf, dass es starke Gewerkschaften gibt und dass die Arbeiter gut organisiert sind, weil er fand das eine Notwendigkeit, auf dass der Kapitalismus seine Stabilität erfährt. Und das war natürlich den Kapitalisten und den Neoliberalen ein Dorn im Auge. Laut Harvey ist es also ganz klar ein Klassenprojekt, also ein politisches Projekt. Und die utopische Ideologie dient dann nur als die Rechtfertigung, als die Legitimierungsideologie. Ja? Also quasi das, was wir in den Medien dann hören und was wir in den Schulen beigebracht bekommen. Diese Idee, dass, und darüber reden wir später dann, oder haben wir schon mit Patrick Schreiner geredet, nämlich die Idee, dass quasi auch die Gesellschaft und die Personen sich ändern müssen, anders indoktriniert oder ausgebildet werden müssen, auf dass sie quasi ideologisch schon passen zu dieser Idee des Neoliberalismus. Was sind so die Grundeffekte des Neoliberalismus? Da sagt Harvey, er nennt das Akkumulation durch Enteignung. Das heißt, das Geld wird nach oben gesaugt, indem Menschen enteignet werden, indem Wohlstand umverteilt wird von unten nach oben. Wie passiert das? Es werden zum Beispiel neue Märkte erzeugt, wo vorher keine waren. Wir eskalieren die Erschöpfung der globalen Umwelt. Ja? Land, Luft, Wasser, Kommodifizierung der Natur. All diese Sachen werden jetzt kommodifiziert, wir haben da jetzt Preise drauf, wir verkaufen quasi unsere Umwelt. Ja? Dann Finanzialisierung, also diese ganze Idee der Schuldenwirtschaft, Kreditkarten, Kredite, Schulden mit hohen Zinsen oder mit niedrigen Zinsen auch, Entpolitisierung durch hohe Verschuldung. Ja, also die Idee, dass wenn wir Leuten irgendwie
einen Kredit anbieten, dass sie sich ihr eigenes Haus kaufen können, dann sind sie vielleicht happy und glauben dann auch an den neoliberalen Konsens, so wie es halt dann auch in Großbritannien passiert ist und wie Margaret Thatcher das auch propagiert hat. Aber dadurch, dass sie verschuldet sind und eine hohe Verschuldung haben, die sie dann auch über viele, viele Jahre abzahlen müssen, haben wir sie natürlich auch gewissermaßen in der Hand, beziehungsweise auf Basis dieser hohen Verschuldung wirst du dich wahrscheinlich auch ja, entpolitisieren, in dem Sinne, dass debt-encumbered homeowners do not go on the strike. Ja, also die Idee, dass jemand, der wirklich stark verschuldet ist und sein eigenes Haus irgendwie abbezahlen will, der wird sich dreimal überlegen, ob er auf einen Streik geht, durch den er dann vielleicht dann im Nachhinein gefeuert wird oder der vielleicht sein Gehalt reduziert, weil er da Arbeitstage verpasst. Ja. Dann Deregulierung, darüber haben wir auch geredet, Abbau von Kontrolle, Regulierung, Bürokratie, rechtliche Einschränkung, also so viel wie möglich Freiheit für kapitalistische Initiativen zur Extraktion von Kapital aus allem, was es gibt. Ja. Und dann das Managen und Manipulieren von Krisen, ganz wichtiger Punkt, darüber reden wir auch mit Patrick, dass die Idee, wenn es irgendwo eine Finanzkrise gibt oder teilweise auch wirklich nur ökologische Krisen, also sowas wie einen Tsunami oder sowas, ja, dass das benutzt werden soll, um dort dann in diesen Ländern und diesen Gegenden neoliberale Programme umzusetzen. Zum Beispiel, indem man, wenn Indonesien jetzt eine Krise hat und die hätten gerne Kredite von uns, und das ist tatsächlich passiert, man den Fluss von Krediten abstellt und einfach sagt, nö, ihr kriegt jetzt keine Kredite, außer ja, ihr gebt uns gleichzeitig noch, weiß ich nicht, alle eure Eisenbahnen und verkauft die an unseren hier. An unseren Eisenbahnbetreiber aus Großbritannien, wo auch immer. Ja. Ähnliches Beispiel mit der Housing Crisis in den USA oder mit Blackstone. So, jetzt kommen wir allerdings an einen Punkt, wo wir eine sogenannte, und das sagt er schon in 2003, wurde das Buch, glaube ich, geschrieben, oder 2007, ja, wo wir in eine Legitimierungskrise des Neoliberalismus kommen. Weil die Unterschiede werden so krass, das ist ja auch ein bisschen Thema unseres Podcasts, 99 zu 1. Die Ungleichverteilung und die Ungerechtigkeit, wie der Wohlstand verteilt ist in unserer Gesellschaft, wird so krass, dass es immer schwieriger wird für die neoliberale Ideologie, das einfach zu rechtfertigen mit, ja, freier Markt, der wird es schon regeln und am Ende trickelt es alles runter. Ja, bis jetzt trickelt noch nicht so wirklich viel runter. Insofern kommt der Neoliberalismus zurzeit in eine Krise. Und wie beobachten wir diese Krise? Die beobachten wir dadurch, dass viele Staaten auf der Welt verstärkt soziale Kontrolle umsetzen im Namen der Sicherheit, im Namen der Militarisierung der Polizei, im Namen der Einschränkung von Grundrechten und rechtlichen Freiheiten. Ja? Das heißt, dass wir jetzt eigentlich an einen Punkt kommen, wo Unruhe entsteht in dem Volk, wo teilweise natürlich auch bestimmte unzufriedene Lager in Rechtsrücken überall auf der Welt äußern. Ne? Also das ist dann teilweise auch von ökonomischen Eliten teilweise gemanagt, weil diese sind sehr selten tatsächlich grundlegend systemhinterfragend. Die sind auch nicht so gut. Also das will man soll jetzt auch nicht sagen, Neoliberalismus ist immer gleich AfD oder Narendra Modi oder sowas. Das stimmt nicht. Aber sind auf jeden Fall besser als eine sozialdemokratische oder eine sozialistische Regierung sogar. Insofern ist das meistens dann so ein Punkt, in dem sich die ökonomischen Eliten dann doch zusammentun mit so Rechtsruckparteien. Und das sieht man dann ja überall auf der Welt, sowohl in den USA, als auch in Großbritannien, Brasilien, Indien und auch in Deutschland, ne, die AfD. Das sind alles, also fast alle diese Rechtsruckparteien, die dann halt auch so nationalistische und fremdenfeindliche Ideologien so am Start haben, alle diese Parteien haben neoliberale Programme. Alle, ausnahmslos. Ja. Privatisierung, Auslagerung, Deregulierung, Outsourcen, etc. etc. dafür sorgen, dass das Kapital fließen kann und zwar dann halt nach oben fließen kann. So, und damit sind wir eigentlich auch so ein bisschen am Ende. Das ist für mich sind so ein bisschen die Learnings aus dem Buch von David Harvey. Habe ich noch ein Foto hier? Ja, wir haben so ein bisschen über Thatcher gesprochen, Reagan. Das waren natürlich sehr wichtige Personen, die dann quasi den Neoliberalismus etabliert haben in den USA als und in Großbritannien, als so die neue, in den 80er Jahren war das, ne? Als so die neue dominante Strömung. Und ja, die Geschichte habe ich so ein bisschen erklärt, wie das vorher schon passiert ist. Holt euch dieses Buch, ist wirklich sehr, sehr spannend. Bin mir sicher, dass ich da auch viele Sachen, vielleicht, ja, hoffentlich
richtig jetzt abgebildet habe, aber wahrscheinlich viele Sachen auch einfach nicht abgebildet habe, weil das Buch ist wirklich unheimlich rich, also reich, hat ziemlich viele Facetten. Ich habe es jetzt schon zweimal gelesen und beim zweiten Mal war so, oh, da habe ich auch nochmal so ein paar Sachen kapiert. So, und das war so der Zündfunken für heute. Gibt es denn da irgendwelche Fragen? Ich wollte noch zwei Sachen anmerken. Und zwar, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass den Leuten nicht ganz bewusst ist, wie einschneidend der Neoliberalismus als politische Strömung ist. Es gibt da eine schöne Referenz für mich, ist da an der Stelle der Sprecher der EZLN in Mexiko, der hat in den 90ern ein super geiles Essay geschrieben, können wir auch gerne verlinken. Das heißt The Fourth World War. Und für ihn beginnt quasi, für ihn ist der Neoliberalismus, also das nach dem Ende des Kalten Kriegs, der Beginn des Vierten Weltkrieges. Und das ist dann der Neoliberalismus gegen alle anderen. Ist auch sehr, sehr spannend zu lesen. Und zu David Harvey möchte ich noch sagen, dass der auch einen saugeilen Podcast hat, den man sich auch unbedingt auf die Ohren hauen sollte. Der heißt, wie heißt es? Anti-Capitalist Chronicles. Genau. Leider auf Englisch, aber er hat ein sehr, sehr sauberes und langsames Englisch. Also es ist echt Stimmt. L fantastisch lasst euch anzuhören. von Opa mal was erzählen über Marxismus. Ja, ist echt toll. Cool. Alright. Gab es irgendwelche Fragen im Chat? Ich bin jetzt nicht mitgekommen. Ja, es Aber gab ich ein glaube bisschen nicht. Kommentare. Das halt auch dieses, du bist nur etwas, wenn du Wert stiftest, dass das halt inzwischen sehr, sehr, sehr grundlegende Dynamiken in unserer Gesellschaft sind. Ja. Und das hat. Genau, da hatten wir wieder dieses, dass es schwer ist, unseren Eltern zu vermitteln, dass sie Arbeiterklasse sind. Und ja. Ja, ein paar Themen davon. Also wie gesagt, das ist ein bisschen so eine Einführung gewesen, weil wie gesagt, wir haben danach ein Interview gleich für euch parat mit dem Patrick Schreiner und da reden wir dann natürlich vorrangig. Der hat dieses Buch geschrieben, warum Menschen sowas mitmachen, 18 Sichtweisen auf das Leben im Neoliberalismus. Und da redet er vorrangig darauf, wie wirkt sich eigentlich das Ganze, was wir jetzt gerade erzählt haben, wie wirken sich diese ökonomischen Mechanismen und Happenings aus. Auf das Leben, auf das Privatleben von einzelnen Menschen. Und der hat da wirklich fantastische Sachen zusammengefasst. Schaut euch das gleich an.